Weiter geht's hier in PES 2021 in der Meisterliga und wir gehen ja in die letzten beiden jetzt wirklich entscheidendsten Spiele. Nachdem wir ja eigentlich schon die Entscheidung gesucht haben im letzten Spiel und da hätten wir auch eher fast die schlechte Entscheidung bekommen gegen City. Gehen wir jetzt hier rein gegen Everton. Es sind alle auf jeden Fall wieder frisch. Das sieht doch mal gut aus, wenn hier mal jeder wirklich gut drauf ist. Ødegaard nehmen wir raus, Saka nehmen wir noch mit. Der hat sich mit seiner Leistung im letzten Spiel auf jeden Fall hier reingespielt. Aber wir lassen erstmal weiterhin nochmal Hazard spielen. Ich würde sagen, mit der Aufstellung können wir auch eigentlich so ins Spiel reingehen gegen Everton. Ja, wir haben uns ja letzte Folge nochmal gerade so, sage ich mal, gerade so gegen City haben wir den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen und das 2:2 nach Hause gerettet. Also jetzt müssen wir es auch wirklich holen. Also ja, und bestes Wetter, strahlender Sonnenschein. Anders kann man doch ein Fußballspiel nicht genießen. Aber was ich mir echt gedacht habe, letzte Folge dann so, dieses Spiel live zu sehen, das hätte bestimmt auch ordentlich was gehabt. Also in so einem geilen Meisterbattle, Erster gegen Zweiten, kurz vor Schluss, also kurz vor Saisonende. Und dann machst du da so ein Ding in der wirklich allerletzten Sekunde. Tierney geht hier über außen, aber viel zu nah an den 5-Meter-Raum von Pickford. Ja, ich meine, ich sag mal so, Everton sollte ja eigentlich, wenn wir jetzt die ganze Saison so betrachten, sollten wir gegen Everton und auch gegen Crystal Palace eigentlich bestehen können. Also, aber gut, das haben wir schon des Öfteren gesagt. Wir haben jetzt auch nur wirklich mit Ach und Krach auch gegen City bestanden. Also, immerhin wollen wir doch ja einen Titel die Saison holen und deshalb müssen wir schauen, dass wir hier die Premier League auf jeden Fall rumreisen. Premier League auch wieder an diesem Wochenende. Zum Beispiel haben wir ein Manchester Derby, wir haben ein London Derby. Also es ist ja einiges geboten. Ich hoffe ja mal, dass Arsenal da auch, Lacazette im Abseits, dass Arsenal da doch gegen Tottenham mal wieder einen Sieg einfängt. Und ich hoffe ja doch auch, dass Man United, die könnten ja auch vielleicht, weil die sind ja im Moment, sage ich mal, ich weiß, letzte Folge, also nicht letzte Folge, aber in einer der letzten Folgen habe ich noch gesagt, boah, Man United ist ja auch so, ja, kein Gegner mehr zum Ernst nehmen, so ungefähr. Schlechter Pass von Pepe, dachte ich, nehme da auf Hazard. Sind sie aber. Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn die da vielleicht Man City den ein oder anderen Punkt abluchsen können, würde ich sagen, ist das doch gar nicht mal so schlecht. So, Tierney hier über die Seite. Kommt aber nicht hin. Hazard kommt auch nicht mit dem Kopfball. Gab es tatsächlich auch, habe ich letztens gelesen, irgendwo. Ich meine, bei den ganzen Gerüchten, die in den Transferphasen immer herrschen. Man weiß ja nie, wo die jetzt halt genau herkommen, ob da überhaupt irgendwas Wahres dran ist. Aber da war zum Beispiel auch ein Gerücht, dass Hazard zu Arsenal geht. Da habe ich mir auch gedacht, Hätten wir schon früher prediktet. So, also, nein. Kriegen wir nicht. So nicht. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt so der Bombentransfer für Arsenal wäre. Ich meine, man hat ja doch im Moment eigentlich ein richtig gutes Team, ein junges Team und ein Hazard. Ich weiß nicht mehr, ob der nochmal auf dieses Niveau kommt, wie er bei Chelsea damals war. Was ich schade finde, weil da war er wirklich ein begnadeter Fußballer, also allein diese ganze Generation, die Belgien da in dieser Zeit hatte, also ein Wahnsinnsteam. Und natürlich schade zu sehen, dass die auch natürlich in die Jahre kommen. Boah, wir hatten hier mit einer guten Chance, da hatten wir irgendwie, standen wir mit 10 Leuten im Strafraum und keiner hat den Ball irgendwie richtig bekommen. Aber ist ja im Endeffekt doch gut ausgegangen. Aber weil ich gerade Chelsea gesagt habe, auch wild. Die haben ja wirklich tatsächlich eine ganze, ich glaube 10 Spieler waren es, mit denen die verletzt waren. Also die hätten eine ganze Startelf hätten die ungefähr bilden können. Nur mit Spielern, die aktuell verletzt sind. Also das ist schon wirklich,
Das ist schon wirklich übel. Und es sind ja nicht nur 10 irgendwelche Hampler, sondern halt wirklich 10 Topspieler halt. Ah, oh, Lacazette, ist kein Durchkommen. Die stehen halt standardmäßig mit. Oh Gott, das war schlecht. Alaba schaut einfach, wo der Ball kommt. Und Titi. Alaba, ja, hilft nach. Perfekt. Ah. Hallo, Schiri? Das habe ich jetzt halt nicht als faire Ballabnahme gesehen. Aber das auf jeden Fall. Wir gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. Nicht unbedingt das spannendste Spiel, würde ich fast sagen. Also. Nee, aber nochmal, um auf Chelsea zurückzukommen. Also, das ist halt schon echt übel. Ich meine, man sieht es ja auch in den letzten Spielen, da wird ja echt ordentlich verloren. Und dann holt man auch noch neue Spieler und die holen sich dann erstmal schöne rote Karte ab, wie es Joao Felix gemacht hat. Ja, genau das hatte ich jetzt befürchtet. Da wollte ich den Ball jetzt dann einfach nochmal losbekommen, aber okay. Ja, das ist jetzt halt ehrlich gesagt blöd, weil. Ja. Es ist nicht leicht, hier, glaube ich, Tore zu schießen. Also das ist wieder ein Team, was mir überhaupt nicht liegt. Weil die halt wirklich. Sie stehen jetzt schon mit allem Mann hinterm Ball. Und da halt durchzukommen, da musst du halt erstmal die passende Lücke wirklich finden. Ja. Wieder Ball verloren. Als ob wir es aber jetzt halt gegen Everton hier verlieren würden. Im Endeffekt. Also. Das haben wir uns so gut geschlagen gegen City und im Endeffekt würden wir es dann gegen Everton verlieren. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal ein ordentlicher Turning Point. Nein! Er macht ihn nicht. Der Pass kam auch nicht an. Ich habe tatsächlich nicht versucht zu schießen. Aus dem Winkel habe ich mir jetzt weniger Chancen erhofft. Ich hatte eher gehofft, dass er irgendwie, keine Ahnung wie, ehrlich gesagt, den Ball runter auf Lacazette bekommt. Ja, das ist tatsächlich auch noch eine meiner ganz großen Schwächen in PES tatsächlich, dass ich hier wahrscheinlich jetzt halt taktisch umstellen müsste. Auf irgendeine Formation, mit der ich hier besser gegen die Fünferabwehrkette oder gegen diese. Ja, keine Fünferabwehrkette, das ist eine 4-5-1 spielen sie, aber wie ich dagegen besser ankommen könnte, aber da bin ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ja, habe ich im Football Manager auch gemerkt, so, ja, okay, ich habe so meine ein, zwei Standardtaktiken und dann ist gut. Also ich tue mich da nicht für jeden Gegner tue ich mich da eigentlich nicht taktisch groß viel umstellen. Aber es ist kein Durchkommen hier. Es ist furchtbar. Oh, Hazard an dem Pfosten wieder. Und Pepe. Pepe kriegt ihn nicht unter Kontrolle und kann nicht schießen. Es ist traurig. Es ist zum Heulen. Es ist tatsächlich zum Heulen, aber ich meine, wir können ja mal auf ein altes, gutes System zurückgreifen, theoretisch. Was wir ja auch öfters gespielt haben. Würde ich aber hier ganz gerne dann anpassen. Und dann gehen wir hier mit zwei offensiven Mittelfeldspielern. Tierney hätte ich. Moment, Moment. Op, ne. Tierney weiterhin gerne hier. Aarons nehmen wir hier im defensiven Mittelfeld für Alaba. Und dann tun wir Aarons raus für Bellerin. Partey ist im offensiven Mittelfeld nicht ganz so strong aufgehoben. Dann nehmen wir Bernardo Silva mit und wir bringen Saka nochmal für Hazard. Wenn wir das überhaupt noch schaffen zu wechseln, kann ja auch sein, dass hier wieder jetzt nach 15 Minuten nur der Ball rumgeschoben wird. Aber wir wollen ja hier schon versuchen, dass wir hier noch was reißen. Aber dann haben wir immerhin den Pfiff. Wer auch was reißen will, ist tatsächlich auch wieder ein ganz wildes Gerücht, wo ich mir auch so denke, weiß ich ja nicht. Wäre in dem Fall Al-Hilali, glaube ich, heißen sie.
Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Der große Konkurrent in Saudi-Arabien von Al-Nasser. Denn sie wollen Al-Nasser natürlich übertreffen. Weil die haben ja, wie wir alle wissen, Cristiano Ronaldo geholt. Jetzt steht das Gerücht im Raum, dass die sich jetzt um einen gewissen Lionel Messi, ganz unbekannter Fußballer, mit dem jetzt halt beschäftigen und den auch nach Saudi-Arabien holen wollen. Ich meine, der hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag in Paris. Also daran wird es schon mal nicht scheitern. Und ich meine, am Geld scheitert sowieso nicht. Und ihm halt wirklich eine Summe von 278, glaube ich, waren es. 278 Millionen im Jahr bieten wollen. Also es ist wirklich einfach nur krank. Also Ronaldo verdient ja jetzt schon 200 Millionen im Jahr und 6 Dollar in der Minute. Und die würden 238 Millionen alt. Es ist wirklich... Dann sind die hier mit der gelben Karte. Natürlich, wie man es halt kennt, unsere Schiedsrichter wieder, wie wir sie mögen. Und die Uhr rinnt und rinnt und rinnt. Und wir wissen nicht, wohin. So, wo sind unsere Außenverteidiger? Ah, wenn alles rüber, kriegt ihr nicht mehr durch. Ah, wir können wieder nur hoffen. Wir können wieder nur hoffen, dass City irgendeinen Schmarrn macht und wir dadurch irgendwie hier jetzt nicht am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag, Pepe, komm noch mal durch! Was ist jetzt hier? Kein Elfmeter, oder? Ja, wahrscheinlich kriegen wir wieder die Ermahnung, oder? Ach komm, hör mal doch auf. Hör mir doch auf. Ja, Everton gewinnt. Auch nicht ganz unverdient, muss man natürlich sagen. Gegen Arsenal, das waren, ja. Wie gesagt, das ist wieder eine Taktik gewesen, wo ich wieder keine Chance irgendwie hatte, irgendwie jetzt dagegen anzukommen. Somit werden wir höchstwahrscheinlich die Tabellenspitze verlieren und es wird alles auf den letzten Spieltag rauslaufen. Wir können somit wahrscheinlich nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Aber West Ham, West Ham, ihr geilen Nudeln wirklich. Arsenal Everton 0-1 und West Ham gegen Manchester City 1-1. Das heißt, wir bleiben mit einem Punkt wirklich vorne. Also, wie viel Luck wir mit den Ergebnissen teilweise hatten, es ist wirklich wahnsinnig. Holy shit. Fulham Burnley 1-1, Liverpool Bournemouth 3-1, Sheffield gegen Leicester 4-1, Leeds Southampton 2-2, Wolves gegen Brighton 0-0. Norwich Chelsea 0-1, Man United Tottenham 0-3 und Crystal Palace gegen Watford 1-1. Somit bleiben wir tatsächlich mit einem Punkt vorne. West Ham, Grüße gehen raus, also sollte es klappen, dann gibt es auf jeden Fall, weiß ich nicht, dann schicken wir ein Tragel Bier auf jeden Fall an jeden Spieler, glaube ich, weiter. Also, holy shit, holy shit, es kommt auf den letzten Spieltag, wir sind mit einem Punkt nur... Eine Punktdifferenz, gehen wir in den Meisterkampf rein. Gegen Crystal Palace. So, Porto möchte Martinelli haben. Da sagen wir nicht zu. Würde ich aber sagen, wenn ihr das Video awesome fandet, lasst ein Like, dann Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn dann wirklich die Meisterschaft entschieden wird. Arsenal gegen Crystal Palace. Und wir schauen jetzt doch noch ganz kurz nach, gegen wen City spielt. City spielt gegen Fulham. Fulham, also 10. Mit Crystal Palace wären wir auf der 13. Also würde ich sagen, zwei ausgeglichene Matches. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und bis dahin, Servus.